Also, ich darf euch heute begrüßen zu einem neuen Vlog. Gestern haben wir gruppert, heute haben wir auch sein. Hier haben wir vom Eder freundlicherweise wieder einen Bullock zur Verfügung gestellt gekriegt mit einer Regent Fitstar Sahnmaschine und der netter Brat. Auf die werden wir während des Vlogs ein bisschen mehr eingehen. Es wird jetzt kein extra Vorstellungsvideo geben, das wir hier in Zukunft ein bisschen anders machen. Und ja, wir binden jetzt einfach ein bisschen die Vlogs mit ein. Genau. Der Bullock, der ist ein 61,45. Mit einem Steirer, wie man ihn schwer erkennen kann. Sechszylinder. Sechszylinder, da geht was. Gut, ja. Radio, oder? Ah, das stimmt. Gute Klima. Da friert die schon mal. Genau. Dann würde ich sagen, kann man mal die Sämaschine befüllen. Ja, schneidet aber gut auf. Da ist der Dämpfer noch rein. So, wir haben jetzt auch von Farmsaat eine Farmsaat Alpha Protein Mischung gekriegt. Das ist eine Grasmischung. Da ist Rotklee drin, Luzerne, deutsches Weidelgras, Festolium. Lies ich jetzt zum ersten Mal. Guck mal jetzt, weißt du, was das ist? Nein, nicht recht. Und Knallgras, genau. Da stehen nur die entsprechenden Sorten dabei. Ja. Dieses Saatgut kommt jetzt aus Dänemark, ist quasi zugekauft. Von Farmsaat gibt es mehrere verschiedene Mischungen. Wir haben uns jetzt für das Alpha-Protein entschieden. Und das werden wir jetzt heute auch sein. Empfehlung ist 35 Kilo im Block. Wir haben jetzt aber 40 hier aufs Hektar. Und ja, also, fangen wir mal um. Schmeißen wir rein, jetzt zeig. Da ist schönes Chiemgauer Gravideos T-Shirt. Wieso? Das ist doch nicht ganz auf, oder? Ja, es ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen. Wir haben jetzt ein bisschen Feineinstellungen gemacht. Ich habe auch ein bisschen herausfinden müssen, wie jede einzelne Komponente bei der funktioniert. Wie man es mal war, ist ganz einfach. Genau, ich mache jetzt aber nicht über die Saatguttabelle und rechne mir das dann aus mit dem Taschenrechner, sondern ich habe da im Terminal von Regent habe ich nämlich eine super Funktion gefunden. Jetzt mal her, Schatz. Und zwar ist da Abdrehprobe manuell und geführt. Und die war vorher die ganze Zeit auf manuell und ich denke mir, warum funktioniert es nicht? So, dann gehen wir da auf geführt. Okay, dann können wir da auswählen, was wir sehen wollen. Wir haben jetzt in dem Fall Gelegt aussehen. Dann sagt es uns, dass die Bodenklappe auf 1 sein sollte. Die haben wir. Dann die Schieberraste auf 4, auch okay. Dann wenn wir 35 Kilo pro Hektar sind, das können wir da verändern. Okay, dann Getriebestellung 19, okay, dann Abtriebprobe 32 Umdrehungen, Start, Maschine vorgedreht, das heißt, dass, was, ja, dass überhaupt was bei den Radeln drin ist. Ja, und dann drehen wir da mal. So, das wird man natürlich wieder ausklappen. Genau, das war jetzt die Bodenklappe, die ist auf 1. Dann die Schieberaste, das sind die da, die sind auf 4. Und dann natürlich auf 19 gestellt. Haben wir da. Ja, dann drehen wir einfach 32 Mal. Ich muss jetzt gar nicht mit sein, weil das sagt mir die Maschine alles. Das ist natürlich auch sehr von Vorteil. Jetzt sollte man sich nicht immer nur auf die Maschinen verlassen. In dem Fall mache ich es jetzt einfach mal. Genau, jetzt haben wir 32 Umdrehungen. Drückt mal auf OK. Dann einmal die Waage anschalten, bitte. Nehmen wir die Schälchen da.
Und man schaut, dass die Waage auf 0 ist, weil sonst. Ups, oder? Und so scheiße. Ja, nicht hundertprozentig getroffen, soll vorkommen. Aber was weiß auch, Formblock, ohne dass da was passiert. Ja, da haben wir jetzt 1,5 Kilo, 150er. Und drehen wir da rauf. Kann man einfach drauf bleiben. Mit der Zeit wird es schnell. Genau, dann okay. Dann sagst du Getriebestufe neu 12. Also nicht ganz passt. Dann drücken wir uns da einmal durch schnell. Genau. Dann machen wir nochmal auf 12. Kannst du schon mal schnell ausladen wieder? Genau. Dann machen wir 12. Die Schalen haben diesmal drin. Gut, dann drehen wir wieder. Wir müssen natürlich nicht mitzählen. Ja, eigentlich schon. Aber ich mache es jetzt einmal ohne Zählen, weil. Ja. Ich möchte hier die Maschine zählen. Genau, jetzt haben wir wieder 0. Dann haben wir OK drücken. Ja, passt. Und dann mal wieder entleeren. Diesmal nichts daneben schütten. Genau. Dann haben wir da jetzt 882 Gramm. Das geben wir natürlich wieder ein. 882 Gramm. Okay. Betriebsstufe neu wäre 12. Das heißt, das passt. Genau. Wenn wir jetzt sicher gemäht, dann könnten wir jetzt nochmal eine machen. Abtriebprobe tut man im Übrigen da rein. Dann gehen wir jetzt wieder auf Work. Dann kriegen wir das ganz normale Display. Da hätten wir jetzt noch Fahrgassen, km/h und Hektar. Gehen wir mal auf Hektar. Genau. Ja. Dann. Ja, genau. Ich weiß es auch nicht, weil du jetzt gerade was gesagt hast. Genau. Ja, das heißt, das passt jetzt. Da haben wir die Kurbel wieder verstauen. Gehen wir da wieder rein. Ja. Dann machen wir da oben die Klappe zu. Den Fuß da mal wieder auf. So, jetzt einfach mal runter, weil es einfach ein bisschen einfacher ist. Die ist dann ein bisschen da abzudrehen. Genau. Ja, dann müssen wir die wieder zumachen. Weil sonst fällt Saatgut irgendwo hin, aber nicht da hin, wo es hinfällt. Und eine. Das muss ich gescheit hindrücken. So, dann sind wir fertig und können aufs Feld fahren. Die Waage hast du weggeräumt, super. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf dem Feld wieder. Marco macht wieder Drohnenaufnahmen. Mal schauen, was kann. Achso, mhm. Ja, gut. Dann sehen wir uns gleich wieder auf dem Feld. We'll be right back.
gesagt. Jetzt einmal den Akku austauschen und dann Chiffon. Du hast nicht gemerkt, wie kurz du hast. Nein. Ja, wie gesagt, Akku austauscht. Du musst zum Fahren. Ja, zum Bullockmann brauche ich nicht viel sagen. Das ist im Prinzip der gleiche, wo wir auch da gehabt haben beim Mann. Wer da das Video nicht gesehen hat, das werde ich jetzt mal hier oben in der Infobox verlinken. Und dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Die ist jetzt gerade ein 6-Zylinder statt ein 4-Zylinder. Also, ja, auch von der Bedienung her und das ist eigentlich alles gleich. Genau. Ja, dann möchte ich nochmal ganz kurz was zur Formsatz sagen. Und zwar haben wir, wie ich vorher schon gesagt habe, von Formsat da ein bisschen Unterstützung gekriegt für das Video. Und wir haben jetzt eben das Formsatz Gross Mischung Usan, also die Klee-Luzerne-Mischung. Das ist Alpha Pro heißt das. Alpha Protein, so. Und genau. Das sind wir jetzt eben auch, das haben wir ja vorher auch schon gesehen gehabt. Wir haben die Maschine eingestellt und es läuft jetzt eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt da einen Automatikmodus drin, das heißt, wenn ich aufhebe, dann geht automatisch automatische Zapfen raus. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil bei einer Kreislaune ist es normalerweise immer ganz üblich, dass die dann, wenn die eine gewisse Höhe erreicht hat, aber ich hoffe, wird es auch. Vor allem mit der 1000er Zapfen. Ah, ja. Soll ich den schnell rausschmeißen? Ja, dann macht man das schön. Ja, so wie es bei uns auch gemacht worden ist. Genau, wenn ich jetzt wieder runterlasse, dann geht die wieder an. Und jetzt habt ihr es gesehen, ich hoffe. Wie gesagt, es ist ein bisschen schwierig, es ist ziemlich staubig, es hat eigentlich ziemlich viel geregnet in letzter Zeit, aber irgendwie rührt es gar nicht an. Wenn man sich den Bullock anschaut, wir haben jetzt das bisschen gesagt, ja, man will meinen, der ist ein paar Tage im Einsatz. Genau, den Bullock haben wir jetzt, und die Sammaschine natürlich auch, haben wir jetzt netterweise wieder von der Firma Ida gekriegt, also danke dafür auf jeden Fall. Also, wenn es den Verkaufsleiter, Herrn Vogel, da in Marzing anruft, der ist echt der Top-Mann. Bei dem fühle ich mich auch sehr wohl, sowohl was Beratung angeht, als auch die Maschinen für die Videos. Ja. Also wenn ihr da mal jemanden sucht, der euch kompetent beraten soll, dann seid ihr da genau richtig. Jetzt nicht der Drohnenpilot irgendwas. Mal schauen. Die gefallen. Ja, wo waren wir jetzt eigentlich? Achso, ja genau, beim Ida. Ja, das ist halt immer, wenn der Drohnenpilot dann unbedingt noch was möchte, gell? Machen wir halt auch ein bisschen schauen. Ja, wir lassen die Maschine mit der 1000er Zapfen laufen, das ist die Regent Orbit 3000M. Ja, da war wieder Stahl. Genau, und hinten ist eben die Regent Sitz da drauf, so ist 3 Meter. Auto ist gut hier, mit dem Terminal ist auch super. Ja, war eigentlich nichts Negatives jetzt gerade sagen. Das Einzige, was ich vielleicht noch geändert hätte, mit den Stützen da hinten. Ja, war da hinten, genau. Musst abdreist, dass die ein bisschen anders positioniert war, aber naja. Vielleicht hat man die Feineinstellungen etwas leichter tätigen. Ja, das kann man ja, was kann man ja. Nein, ich wollte jetzt irgendwie mein Radl umstellen. Achso, ja. Mei, ist halt alles mechanisch. Aber gut.
Es ist nur mit jeder Maschine, wenn es das. Du kannst schon 10.000 Zahnmaschinen gefahren sein. Oder ein bisschen Klima oder was. Da ist auch anmachen, weil sonst geht da gar nichts. Das will mit jeder Maschine, du kannst schon 10.000 Pull-ups gefahren sein und sonst was. Dann fährst du andere Marken und es ist wieder was Neues, eigentlich was anderes. Weil du einfach das Fahrverhalten und alles kennst du nicht und das ist, ja. Aber nach ein paar Minuten hast du es rausgefunden und weißt du schon. Genau. Ja, so lässt sich super fahren mit dem, der kann es gefedert jetzt auch. Da ist ein Gümbel, ein Witz dagegen, würde ich sagen. Da oben in der Straße, da merkst du gar nichts, weil ich im anderen Video auch schon mal gesagt habe. Ja, ihr könnt es ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn wir schon dabei sind. Was? Ja, in die Kommentare schreiben, was euch jetzt noch interessieren darf, eventuell vom Eder. Was für Maschinen, was für Bullocks. Dann können wir da gerne mal drüber schmatzen, ob das auch möglich ist, dass man da was kriegt. Ich war auf jeden Fall vor ein paar Bauern in der Gegend, dass die auf jeden Fall meinen Bandschrader sehen würden. Das würde mich persönlich auch mal interessieren, wenn der bei uns arbeiten darf. Und ja, wenn euch das interessieren darf, dann schreibt es mir das gerne in die Kommentare oder gerne andere Maschinen. Dann haben wir gerne bereit, dass wir da wieder was für euch bereit machen. Diesmal ist es eben eine Sammaschine geworden, weil wir eben mit Farmsaat eben das. Da haben wir wieder so festgehauen können. Weil wir eben auch mit Farmsaat das da das gemacht haben. Wir waren auch zu gut zusammen. Ja, schaut gar nicht schlecht aus. Ja, fast. Genau. Die Maschine, die hat jetzt keine Spurreißer. Ich persönlich fahre sowieso eher gern ohne Spurreißer. Also jede Maschine, die Spurreißer gehabt hat, bis jetzt, habe ich es nicht hergenommen. Weil es mir persönlich einfach nicht taugt. Ich sehe das da am Radl, wo ich fahre. Brauche ich nicht einen Spurreißer ausreißen. Genau. Gibt es aber auch optional da dazu. Also. Wie gesagt, genaue Daten und alles, die haben wir in der Videobeschreibung. Es wird aber ein bisschen Raum entspringen. Da in dem Video immer alles ganze Daten sehen zum Song. Ja. Was sagst du zum Steirer? Boah, schönes Ding. Du bist der Beifahrersitzer. Also eins muss ich sagen, Steirer hat die besten Beifahrer. Ja, die haben die gemütlichsten. Cool, wie schnell. Das ist der Wahnsinn. Ja, wie gesagt, die Federung, wir haben, du merkst auf dem Beifahrersitz nichts. Ja. Ich meine, hat ja bestimmt jeder andere Puller heutzutage eine gute Federung, aber. Ich meine, also ein Steirer, der darf mich schon irgendwie jucken. Muss ich ehrlich sagen. Stotten Ferguson? Ja. Kann man machen. Ich will nichts dagegen. Diesmal kenne ich mich auch schon ein bisschen besser aus mit dem Bullock. Was das Display und alles so geht, mit den Steuergeräten einstellen, weil ich mich jetzt mal gar nicht auskenne. ja. Gibt es schon dazu zum sagen. Im Prinzip, wenn wir das da begleiten, wenn du da aufwachst, ja. Mehr gibt es dazu jetzt eigentlich gar nicht zum sagen. Nur auf YouTube. Ja. Bin nämlich letztens gefragt worden, warum ich nicht auf YouTube livestreame, ja, sondern immer auf Instagram. Qualität haben es beide nicht die beste. Ja, das ist leider das Blöde. Ich werde ja gerne Livestreams machen. Ich kann ja mit der Hero 7 auch livestreamen. Das ist auch bestimmt gut um mich umgekommen. Das Problem ist, hier hast du LTE, 5 Meter weiter vorne hast du E. Ja, das ist für den Zuschauer halt dann auch nicht ganz angenehm, wenn es aber nicht passt. Also ja,
Also ich persönlich nehme jetzt, wenn wir jetzt keinen Livestream in 140p anschauen und dann ruckelt es. Also, das letzte Mal Livestream über Noah ist allgemein schlecht. Ja. Wenn man halt nichts sieht. Und ja, das scheint die Kabine nicht. Ja. Man sieht halt dann nur die. Achso, ja genau, wir werden dann irgendwann einmal Steiner glauben. Also, wer Lust hat, steinreich zu werden, der darf auch gerne zum Steiner glauben gehen. Was jetzt sind die ganzen Zuschauer gerichtet? Ja, ja, du darfst auch gerne gehen, ja. Schauen wir jetzt da schon her. Jetzt auf die Seite schon mal schauen. Ja. Ja, da sieht man jetzt das Saatgut. Wenn ich das da mal rausnehme, sieht man das Saatgut. Ja, es wird ja gesagt, zwischen den Scheiben kommt das runtergerieselt. Da durch die Schläuche runter. Und mit den Radl wird es dann wieder rückverfestigt, so wie da. Gut angedrückt. Und da, wenn man ein bisschen aufdreht, da sieht man überall das Saatgut. Ich hoffe, man konnte auf der Kamera ein bisschen sehen. Genau. Wenn nicht, sehen wir das Ergebnis spätestens in 2 Wochen, da ich sage. Ja. Dann, da ich sage, machen wir weiter. Der kann man, genau der. Genau. Ja, die Kreislaufbahn macht das schon fein. Ich denke, wenn wir da morgen nochmal mit der TÜV-Saft drüber rennen, dann drückt man den Ohr an und steht nochmal gut runter. Jetzt muss ich doch einmal schnell hervorne hergehen und euch den vorher vorne zeigen. Ich hoffe, man sieht überhaupt was bei den LEDs. Man sieht gar nichts. Brutal. Soll ich von der Seite hergehen? Ja, da sieht man ein bisschen mehr. Das muss schon sein. Ja. Marco, geh aus dem Beutel. Hi! Wir sind eher aus dem Beutel. Ach so, du sollst jetzt weitergehen. Wo ist das rein? Mein Gott. So. Wenn wir schon bei der Gelegenheit gerade hier unten haben, im Übrigen, gerade so nebenbei, wahrscheinlich, ich habe das im letzten Vlog auch gemerkt, man versteht mich teilweise nicht so gut vor der Kamera her. Weil es eben mal so ist, dass die Hero 7 das ein bisschen runterregelt immer wieder. Aber da noch schnell rein. Scheint ja bis jetzt gerade nicht an. Aber da ist auf jeden Fall noch genug erinnert. Das langt noch. Boah, der Stab entgegen. Brutal. Ja, ich war heute beim Mediamarkt und wollte mir da das Mikro abholen, was ich eben bestellt hatte. Dann ist dem netten Herrn eingefallen, scheiße, das hat eine Lieferzeit von 10 Wochen, ist noch nicht da. Ja, blöd gelaufen, in Zukunft werde ich wieder über Amazon bestellen. Mediamarkt, ein Gruß geht raus. Genau, dann gehen wir mal wieder abfahren. Bullock. Und wir werden jetzt zum Donner. Beschäftigt sein. Genau. Ja, dann sehen wir uns morgen wieder, wenn wir mit der Düffelstaff rüberfahren. Und dann werden wir uns fertig machen.